Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Stunner Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde Lego City Undercover. Wir drücken hier mal direkt auf Fortsetzen, denn der labert schon wieder. Aber sollte ich zu Chans Schrottplatz und versuchen, mich seiner Gang anzuschließen? Okay. Nehme ich einfach mal das Auto da. Wo soll ich hier überhaupt hin? Let's go! So. Mann, jetzt. Nein! Hey! Ich hoffe, denen geht's gut. Ich weiß nicht, ob es denen gut geht. Ah, jetzt habe ich das Stück auf. Ups, sorry! Augen auf im Straßenverkehr, Chase. Ich glaube, sein Auto habe ich ein bisschen kaputt geworden. Hey! Oder ich bin echt denen geht's gut. Zu blöd, um zu fahren. Ey. Okay, ich bin da. Hi Chase, da du jetzt verdeckt ermittelst, hat dein Kommunikator eine neue Zusatzfunktion erhalten. Eine Aufnahmefunktion? Damit ich filmnoir-mäßige Monologe halten kann? Nein. Enttäuschung stieg in mir auf. Aber ich ließ die Lady ausreden. Es ist ein Audioscanner. Richte ihn einfach auf ein Fenster, um zu hören, was in dem Raum gesprochen wird. Du musst ihn aber von einem erhöhten Punkt aus einsetzen. Er könnte sich als nützlich erweisen. Ich dankte der netten Lady und trat in die Nacht hinaus. Es ist hell draußen. Viel Glück, Chase. Junge. Audioscan, okay. Ich sollte sehen, ob ich irgendwo Hinweise mithören kann. Polizei, ich brauche hier einen Wagen. Sollte nicht. Meine Schuld war das nicht. Batze, Alter. So, einmal hoch hier. Ja, ich schaff das. Ich bin der Pro da drin. So. Wie oft habe ich dir schon gesagt, dass du stillhalten musst, wenn ich dich male? Willst du nun, dass ich ein Porträt von dir male oder nicht? Guter Junge. Okay. Einmal die 7 mit Peperoni und Pilzen bitte. Und dazu hätte ich gerne eine Flasche Cola. Geht das? Wieso nicht? Von mir aus. Manchmal glaube ich, du magst mich nicht mehr, Mutti. Nee. Warum ich dich anrufe? Du bist spät dran fürs Vorstellungsgespräch. Wo steckst du? Komm sofort zu Chans Limousinenladen.
Beeil dich, Mann! Glaubt man das? Dieser Bucky Butler? Das ist der, der in die Gang will? Genau! Treibt sich bei der Galerie rum! Naja, da gibt's eine Menge toller kubistischer Skulpturen. Was meinst du mit kubistisch? Bucky Butler, woher kenne ich diesen Namen? Ich habe ihn hochgenommen. Vor 2 Jahren. Ich sollte an seiner Stelle zum Vorstellungsgespräch gehen. So komme ich vielleicht in die Gang. Okay. I need a car. Let's go! Geht sicher gut. So, wo sollen wir jetzt hin? Zum Vorstellung. Okay. Ach so, das ist ja gar nicht da, wo die jetzt gerade sind. Ach, selten. Schnell dahin. Apropos Vorstellungsgespräch, ich habe morgen auch eins. Für mein Diplom. Ich habe morgen auch ein Vorstellungsgespräch. Mal gucken, wie es wird. Ich berichte euch, sobald ich wieder da bin. Also, wahrscheinlich kann ich das euch sogar erst einen Tag später. Weil das Video dann schon gedreht ist, man weiß es nicht. Polizeiangelegenheit! So, kurz Auto geklaut. Oh Mann, ey. Ich bin echt scheiße gefahren. So. Weil ich muss durch die halbe City fahren, Alter. So, jetzt bin ich da. Eine Güte, ey. Okay, jetzt muss ich da hinlaufen, oder was? Oh Gott, mein... Da kaugel ich. So. Und der Linde will Wasser trinken, so. Also, jetzt können wir da hinfahren. So, ich bin da. Geh mal weg, Auto. Du bist hier ein bisschen im Kreis drin. So. Jetzt. Jetzt soll ich wieder ein Gespräch. Was hältst du von diesem? Kennst du den Satz, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte? Ja. Man müsste 999 Synonyme für Schund erfinden, damit sich der Satz bei diesem Bild bewahrheiten würde. Gute Nachrichten gibt es nicht. Das ist die Mona Lego. Auf Wiedersehen, der Herr. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ja, war spannend. Hab mir im Museumsladen diesen tollen Druck gekauft. Oh, man könnte meinen, es ist das Original. Ja, könnte man. Okay, ich muss los. Wusste gar nicht, dass der Laden Drucke verkauft. Junge. Hey du, stopp. Dich kenne ich. Du bist der Kopf von damals. Ah! Boah, das war ja wieder ganze Arbeit, Chase. Ich will nur reden. Jetzt muss ich den verfolgen, oder was? Er wird ja schon jetzt schon da. Arsch der Welt. Die Prozente nieder. Das wird sicher Ärger geben. Schatz, Alter. Wo kommen die denn her? Nein! Waff.
Warum fahren wir denn jetzt Offroad? Ah! Scheiße! Ja, ich glaube, ich bin in Wasser gefallen. Nein. Ja, Bruder, ich komme denn jetzt nicht mehr hinterher, weil mein Auto schrottet. Kann ich das nochmal neu machen? Nee. Oh. Mein Auto ist Schrott. Bucky haut mit einem Auto ab. Nein, Fahrzeug nimmt Verfolgung auf. Oder wenn ich kein Auto habe, wie soll ich denn verfolgen? Hä? Spiel. Was ist falsch mit dir? Den Job kriege ich bestimmt nicht. Hey! Ja, Bruder, der ist doch jetzt schon über alle Berge, Alter. Bleib hier, bleib hier, bleib hier, bitte bleib hier. Ich brauche ein Auto, ich brauche ein Auto. Hier. Mir das kurz, ich muss kurz den Autofahrer hinterherfahren. Geh mal weg. Geh mal weg. Augen auf im Straßenverkehr, Chase. So, Auto tauschen, danke. Fahr. So, hinterher. Ich weiß jetzt absolut nicht mehr, wo der ist, aber egal. Ja, erneut versuchen ist besser. Yeah! Oder was rastet der denn so aus, wenn man lenkt? Bam, Alter! Wo ist der? Da. Halt, Polizei! Aha. Eiscreme. Ich kann ihn nicht festnehmen, weil hier ein Auto halt, ist. Oder ich laufe dir weiter hinterher. Jetzt. Batz, Alter. Ach Mann, wieso verhaftest du immer mich? Du warst auf dem Weg zu Chans Gang. Das ist doch aber nicht strafbar. Mann, oh Mann, ich will dir ja nicht deinen Job erklären. Aber wenn du mich schon verhaften willst, dann doch lieber für das Bild, das ich geklaut habe. Du Depp. Hä? Ach, Scheibenkleister. Hey. Danke, Bucky. Okay, wird Zeit für das Vorstellungsgespräch. Okay. So. Mein Auto brauche ich wieder. Geht sicher gut. Ja, den geht es definitiv gut. Muss wohl später in die Werkstatt. Boah, nicht ins Wasser fallen. Ich sag später nochmal und gib mir die Versicherungsdaten. Na, mal kurz einen Cut und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich angekommen bin. So, ich bin wieder da. Piss dich. So. Du bist der Neue? Yes, Sir. Oh, mir wurde ein Schlägertyp versprochen. Dazu wirkst du fast schon zu seriös. Dann brauchst du wohl eine Brille, alter Mann. Haha, schon besser. Gut, du musst jemanden für mich abholen. Muss ich weit laufen? Mit dem Wagen. Schon klar. Die Person ist Forrest Blackwell. Der Multimilliardär? Genau der. Wird aber nicht ganz einfach werden. Blackwell wird ständig von einer Horde Paparazzi verfolgt. Sie werden versuchen, dir zu folgen. Und das mag Mr. Blackwell gar nicht. Verstanden, kein Problem. Ich bin ein exzellenter Fahrer. Guter Junge. Hol ihn am Blackwell-Turm ab. Und sei freundlich. Er ist unser einziger Kunde.
Oder was zur Hölle macht der Typ, Alter? Achso, ich soll damit. So hängst du hier noch rum. Ich hoffe, denen geht's gut. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht verfolgt werde, oder was? 2 Minuten 40 habe ich Zeit, okay. Naja, ob das was wird, weiß ich ja nicht. Verfolgt das doch, oder was erinnerst du mich daran? Oder kann ich jetzt mal aufhören, mich die ganze Zeit jetzt zu daran erinnern, dass ich das verfolgen soll? Na toll, Schleudertrauma! Schleudertrauma. Ne, ich verfolge das GPS-Signal doch, Junge. So. Bra. Uh-oh. So, hier bin ich. Mr. Blackwell, haben Sie den Skandal schon verkraftet? Wieso lassen Sie niemanden mehr in Ihren Turm? Stimmt es, dass Sie Katzen lieber als Hunde mögen? Ich bitte Sie! Respektieren Sie Mr. Blackwells Privatsphäre! Er will doch nur aus komplett geheimen Gründen, die Sie nichts angehen, zu einem vollkommen mysteriösen Ort. Und weg. Wohin darf ich Sie fahren, Sir? Sehr aufmerksam, junger Mann. Ich wünsche eine der letzten Aufführungen des Stücks Der ewig volle Briefkasten im Gillespie-Theater zu besuchen. Ich hoffe, man hat Ihnen von meiner Abneigung gegenüber den Paparazzi berichtet. Jawohl, Sir. Ich werde Sie nach Möglichkeit abschütteln. Ich bin mir bewusst, dass es dafür, nun sagen wir mal, eher unkonventioneller Fahrmethoden bedarf. Könnte etwas ungemütlich werden. Oh, machen Sie sich meinetwegen keine Sorgen. Ich habe den Ritt auf Wüstenschiffen überstanden und viel unbehaglicher für mein Hinterteil kann diese Fahrt jetzt auch nicht werden. Sind Sie denn auch ein Freund der Künste, junger Mann? Es gibt da diese Show im Fernsehen, wo sie alten Trödel kaufen. Ah, ein wahrer Kenner. Genau, ein Fahrer. Also, darf ich fragen, worum es in dem Stück geht? Behörden, Regulierungen, Bürokratie. Das übliche Leid des Kleinbürgers. Kommt mir bekannt vor. Ach, welche Schande, wenn Dummköpfe einem den Plan vereiteln. Aber was soll man machen? Das Leben geht weiter. Oder man wird verrückt. Ja, genau. Verrückt. Oder man erledigt die Sache hinter dem Rücken der Dummköpfe, ohne dass sie es mitbekommen. Der dritte Weg. Unter uns gesagt, der Weg, den ich bevorzuge. Ich auch. Ich hoffe jedenfalls, Ihnen gefällt das Stück. Danke. Ich gehe davon aus, dass dies meine vorerst letzte Chance sein Boah, wird. Ich weiß nicht, was ich erzählen soll, weil ihr erzählt. Deswegen sage ich einfach. Bald auf eine lange Reise. Okay, jetzt sind wir da. So. Und unsere kleine Reise neigt sich nun dem Ende zu. Warten Sie nicht auf mich. Ich werde auf andere Art nach Hause gelangen. Leben Sie wohl! Auf Wiedersehen, Sir. Junge, was? Okay, Leute.
Aber ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auch meinem Discord-Server vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich freue mich, wenn ihr drauf bleiben würdet. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute. Euer Sano. Ciao, ciao.